Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. So, genau, wir haben an der Werkstatt den Truck ein bisschen umlackiert auf den Pink Oktober für die Organisation in der Tschechei, glaube ich, bezüglich Frauenbrustkrebs und so weiter. Ihr könnt das unterstützen, wenn ihr die Lackierung entsprechend kauft. So. Ich habe uns eine Strecke raus, so 2680 Kilometer. Und ich sage euch was, wir da machen. Da fahren wir hier, auch wenn es ein bisschen kariert aussieht. Eins, zwei, drei. Wir fahren hier so ein bisschen diese Strecken ab, um letztendlich hier runterzukommen. Und das sind teilweise Strecken, die wir noch nicht gefahren sind. 82,54% hatten wir, weil es hier ja, halt Gebiete gibt, nicht hier unten, das müssen wir uns genauer anschauen. Das könnte dieses DLC sein, um was es geht, wo viel geändert wird. Ich bin mir aber nicht sicher, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, ich muss passen. So, das heißt, wir haben jetzt keine explizite Fracht drauf, aber unseren eigenen Trailer hinten dran. Von daher ist das natürlich wieder eine coole Sache. Und ich würde sagen, ich muss mal gucken, wo überhaupt unsere Dings ist. Unsere Halle. Dass wir da eventuell mal eine Runde pennen fahren. Ach, wir fahren erstmal hier rum, mal gucken. Oder halt auf dem nächsten Rastplatz. Letztendlich spielt es keine Rolle. Genau, Trailer ist leer. Einmal rechts an der Stelle. Ich bin ja mal gespannt. Der Michael hat mir dieses Emergency Pack entsprechend umgeschrieben. Ich habe mir das Video übrigens noch nicht angeguckt, Michael. Da hatte ich noch keine Zeit zu. Zumindest jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich es mir noch nicht angeguckt. Aber irgendwie habe ich bis jetzt hier noch keine Fahrzeuge in dieser Art gesehen. Keine Ahnung, ob das jetzt entsprechend wirklich funktioniert hat oder eben nicht oder wie auch immer. Ich habe jetzt nochmal die Ladereihenfolge dieses Mods geändert, aber ganz ehrlich, bis jetzt. So, Motor aus. Einmal auf E, genau. Wir kommen zur Ruhe. Ei, Nebel, auch in der Halle. Man könnte jetzt meinen, es ist irgendwie Winter oder sowas, ne? Das ist diese, so wie das jetzt aussieht, das hat so was Kaltes, aber es regnet immer noch, ey. Unglaublich. So. Sprit haben wir genug? Brauchen wir erstmal nicht. Ich muss ja mal ganz ehrlich was sagen, ne? Ich meine, man mag ja jetzt schimpfen auf die neuen Techniken von wegen Spiegel mit Monitor, Kameras und so weiter, aber ganz ehrlich, teilweise sind die Dinger ja so lästig, du siehst ja nicht, was dahinter ist, ne? Jetzt gerade so eben beim Rausgucken haben wir das zum Beispiel gemerkt, dass die Spiegel in dem Sinne das verdecken, wo du eigentlich hingucken willst, ne? Das Blinken vergessen, naja. Würde ich sagen, geht's jetzt mal los. Ich hoffe, das Wetter wird dann noch besser und nicht mehr so diesig. Und dann schauen wir mal, ob uns der heutige Tag, also der Montag, Aufzeichnungstag Sonntag, ob uns der Montag entsprechend noch wieder irgendwelche Updates bringt, noch irgendwelche Verbesserungen. Also bis jetzt, muss ich sagen, kann ich an der Beta nicht meckern. Keine Abstürze, es hängt nichts, es hakt nichts. Und wir wollen uns halt natürlich die Geschichten unten anschauen, aber da die Beta-Phase ja länger ist, haben wir ja auch ein bisschen Zeit, um da hinzufahren, ne? Mal gucken, ob ich heute 15 oder 20 Minuten mache. An dieser Stelle übrigens auch vielen Dank für die Abos da draußen.
Ich mache mir bei jedem Abo eine Pulle Bier auf. Nein, ganz so schlimm ist nicht, aber ich. Also gefällt mir gut. Ich mag das. Abonnieren kostet euch nichts. Einfach auf das Köpfchen drücken, Glocke aktivieren, Däumchen da lassen, Kommentar da lassen. Und dann funktioniert das schon. Also ich will ja nichts sagen, Michael. Ich weiß ja nicht, was du geändert hast an dem Mod. Aber bis jetzt ist mir weder in der letzten Folge noch in dieser irgendwie so ein... Das könnte einer gewesen sein von diesen Real Emergencies. Wir müssen das mal beobachten. Weil sonst sind die wie die Fliegen. Wow, und man hört sie auch überall. Sollte nicht so schnell fahren und runter von diesem komischen Seitenstreifen. So. Ich möchte gerne schönes Wetter haben. Gestern wieder so ein paar Videos angeguckt und ganz ehrlich, wenn man sich das so anhört, die mit ihrer Gendersprache. Inzwischen wird ja diese Kunstlücke gar nicht mal mehr gelassen. Das heißt, ne, du hast ja nur noch Ärztinnen, Lehrerinnen. Ja, da ist also die männliche Form fällt irgendwie komplett unter den Tisch. Die hörst du gar nicht mehr. Ich meine, selbst wenn, wäre es ja Kiki, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ey, vor allen Dingen, ganz ehrlich, da sind 200 Vollidioten. Ich weiß nicht, wie groß diese Kampagne ist, aber man hat was mal so ganz grob gesprochen. So 200 Vollidioten, die sagen so, wir müssen jetzt gendern, wir dürfen nicht mehr Indianer sagen und Schwarz und Mohrenkopf und hast nicht gesehen, Zigeuner, so, das darf alles nicht mehr gesagt werden. Weißt du, und der ganze Staat rennt diesen Volltrotteln hinterher. Ich habe ein Video gesehen, ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt hatte, in Dresden im Museum. Da haben sie Kunstwerke umbenannt. Da sind ja jahrhundertalte Kunstwerke, ne? Da gab es dann irgendwie, was weiß ich, was stand denn da? Zwerg, Knabe und keine Ahnung was. So als aus dem Zwerg haben sie einen Kleinwüchsigen gemacht und aus dem Knaben haben sie einen Jungen gemacht. Das ist, ganz ehrlich, das verfälscht doch alles. Was soll denn dieser Scheiß? Vor allen Dingen, stellt euch mal ganz ehrlich, nehmt mal Herr der Ringe. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Da gibt es das Volk der Zwerge. Das sind ja nun teilweise richtig garstige Gesellen. So klein und kämpferisch und hast du nicht gesehen. So, die gibt es da. Stellt euch mal vor, dann, was weiß ich, vor, da kommen Kleinwüchsige. Leute, bei aller Liebe, irgendwo hört's auf. Jetzt heute Morgen gehört in den Nachrichten, ich weiß nicht, an welcher Schule das ist oder wo, da wollen sie nur noch vegetarisches Essen anbieten. Ganz ehrlich, da wird ja jetzt schon vorgeschrieben, was du fressen darfst und was nicht. Und das Tolle, also Fleisch soll da runter und dafür wird das Essen aber auch gleich dann um 1 € teurer. Ganz ehrlich, du, das. Was ist das neuerdings für eine Bevormundung? Die sagen dir, wie du heizen sollst, wie du duschen sollst, dass du einen Waschlappen nehmen sollst, immer. Wo leben wir? Was geht da, was läuft da falsch da draußen? Junge, 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 nee. Und ganz ehrlich, ich glaube noch nicht an den Blackout. Und wenn wir angeblich ja Gas haben, ich mag falsch da vorliegen. Also, erklärt mich mal auf. Wenn ich so ein Kraftwerk habe. Nehmen wir jetzt mal, egal ob Kohle oder Gas oder wie auch immer. So, dieses Kraftwerk heizt Wasser auf. So, das sind keine Ahnung wie viel 1000 Liter. Es heizt Wasser auf jeden Fall. Der Wasserdampf von diesem Wasser treibt eine Turbine an. Diese Turbine erzeugt Strom. So. Soweit, so gut. Im Moment ist es ja so, dass wir kein Defizit haben. Das heißt, die Kraftwerke können ja Wasserdampf produzieren und können ihre Turbinen damit antreiben. Es ist ja wurscht, wie wir verbrauchen. Speichern können wir es ja eh nicht. Also, das heißt, dass es da einen Blackout gibt wegen erhöhten Strom.
halte ich irgendwo für ein Gerücht. Ich weiß nicht. So, wenn wir jetzt natürlich kein Gas mehr haben, klar, dann können wir auch keinen Wasserdampf mehr produzieren. Gut, dann haben wir eventuell einen Strommangel. Aber angeblich sind die Speicher ja so weit gefüllt, dass wir gut rumkommen. Auch gut. Ich denke mir jetzt einfach mal, gut, beim Auto ist es komisch. Ja, vielleicht kann man das beim Auto beziehen. Je mehr Strom du brauchst, desto mehr Sprit verbrauchst du anscheinend auch. Wie ist denn das bei so einer Gasturbine? Es ist doch eigentlich völlig wurscht, wie viel Strom die produziert. Mehr als Dampf reinleiten kannst du nicht, oder? Oder täusche ich mich da jetzt? Oder brauchst du, je mehr Strom du verbrauchst, braucht die dann auch mehr Energie, also mehr Wasserdampf, stärkeren Druck oder wie auch immer, dass diese Aussage überhaupt gerechtfertigt wird. Ich meine, ich habe zwar Elektriker gelernt, nur da über die Erzeugung, wie Strom erzeugt wird, haben wir uns nicht unterhalten. Deswegen kapiere ich da nicht den Zusammenhang nicht so ganz. Ich müsste mich da echt mal mit befassen. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht hat auch der eine oder andere mal einen Videolink, wo das mal unterzeichnet wird. Also, auf der anderen Seite ist es ja auch so, weißt du, das ist ja hier in Berlin, hier diese Giffey oder wie die heißt, unsere regierende Bürgermeisterin. Wir sollen alle Strom sparen. Aber das Festival of Lights, Licht braucht für gewöhnlich Strom. Das sind ja Videoprojektionen und so weiter und keine kleinen. Ich möchte nicht wissen, was die Dinger reißen. Das Festival of Lights in diesem Jahr findet statt. Ich habe, wer das wissen will, was das ist. Ich habe vom letzten Jahr ein Video gemacht, findet ihr auch auf meinem Kanal. Einfach mal anklicken, mal drauf gucken. Ja. Oder mit ihrem Corona-Krempel da. Selber setzen sie keine Masken auf. Ich sag mal, haben die an dem AI-Mod was geändert? Das ist ja Wahnsinn, was hier an Verkehr unterwegs ist. Aber so finde ich das gut, so muss das sein. Das ist so eine Doppelmoral, du, ganz ehrlich. Und ich hatte hier letztens eine Temperatur, Thermometer sagte 18,5 Grad. Ganz ehrlich, ich hatte Eisfüße. Und bei mir ist es in den letzten Jahren eigentlich so gewesen, dass ich bei der Nebenkostenabrechnung, die ja einmal im Jahr dann kommt, dass ich in der Regel immer Geld wiederbekommen habe. In diesem Jahr auch. Es war zwar nicht ganz so viel, warum auch immer, aber es gab Geld zurück. Das war der Punkt. Das heißt, mehr sparen als das. Ja, also das heißt, ich bin eigentlich unter dem, was der Vermieter rechnet, was ich verbrauchen müsste. So, von daher, ich kann nicht mehr sparen. Ich sag mal so, wenn hier kalt, also ich habe eigentlich fast immer Fenster auf. Im Winter dann weniger. So, wenn es dann kalt ist, dann heize ich durch. Das dauert vielleicht eine halbe Stunde. Dann mache ich die Heizung aus und dann laufen die sehr häufig den ganzen Tag nicht wieder. Nachts sowieso nicht. Nachts ist auch in der Regel tatsächlich Fenster auf, auch im Winter. Ne? Das ist einfach, keine Ahnung, es schläft sich besser. Ich habe hier so mehr oder weniger eine Einraumwohnung. Es ist halt einfach so. Und Strom sparen. Ich habe diesen Energiewaschgang ausprobiert, da diesen langen. Also ich kann keinen Unterschied feststellen. Mein Stromverbrauch für den kompletten Monat ist genauso hoch. Also ist das auch irgendwo. Ich sag mal, es lohnt sich bei mir wohl nicht. Ich als Alleinstehender so viel Wäsche hast du nicht zu waschen. Also das heißt, diese ganzen Tipps und Tricks da draußen, absoluter Schwachsinn. Mag sein, wenn du deine Maschine, ja, obwohl, wenn meine schon nicht weniger verbraucht, warum sollen es andere tun? Wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, ob ich, na, wie soll ich sagen, ich habe jetzt ein Waschprogramm, das läuft 3 Stunden. Das soll jetzt energiesparend sein, weil das halt nicht so weit aufkannst. Aber trotzdem, auch der Motor muss ja laufen. Die ganze Elektronik da drin muss laufen. Der Heizstab kriegt vielleicht auch ein bisschen Strom. Vielleicht wird er nicht so heiß, aber es muss ja funktionieren. Das andere Waschprogramm, da heizt er anstatt vielleicht nicht auf 30 Grad, sondern vielleicht auf 40 Grad. Ist aber wesentlich kürzer dabei, was die Motorlaufleistung angeht. So, ich meine, es ist ja auch ein Unterschied, ob ich einen Motor 3 Stunden laufen habe oder ich habe nur 1 Stunde laufen. Also ich denke mal, hier bei mir, für mich macht es absolut überhaupt keinen Sinn, diese Sparmaßnahmen, auch dieses Energiesparprogramm zu nehmen. Ich werde es auch nicht weiter nutzen. Ich habe hier bei mir eine Excel-Tabelle.
Um meinen Stromverbrauch zu kontrollieren, trage ich dort jeden Monat die Werte ein, also Zählerstand am Ende des Monats. Und daran sehe ich, dass ich tatsächlich nicht unbedingt weniger verbraucht habe. Denn ich glaube, das Hauptproblem hier in der Wohnung ist das für Heißwasser der Durchlauferhitzer. Und da ist so eine Geschichte, wo ich sagen muss, ja, da muss ich irgendwie gucken, dass ich das irgendwie anders handle, weil da bin ich etwas verschwenderisch. Ich glaube, das ginge tatsächlich mit weniger Energiekosten. Aber stell mal alte Gewohnheiten um. Ich auch bei einer Waschmaschine, dafür wasche ich zu wenig. Ich ja in der Regel sowieso erst immer dann, wenn die Maschine voll ist. Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, im Monat drei, ich sage aber ruhig mal, im Monat drei Waschmaschinen voll habe, dann ist das viel. So, wo sind wir denn hier? Ich würde sagen, ein paar Minütchen fahren wir noch, wa? Was ist denn das auf der linken Seite? Einfach nur eine Eisenbahnbrücke. Welcher Kanal ist es? Einfach nur eine Eisenbahnbrücke, ja. Hier steht leider kein. Gott sei Dank, das Wasser müsste sich so ein bisschen bewegen. Auf jeden Fall ein Kanal, aber welcher? Steht kein Schild dran. Wir gucken mal eben auf die Karte, wo wir überhaupt sind. Vielleicht kommen wir dann hinter, was das sein könnte. Da ist Stettin, hier ist Berlin. Von Breslau aus. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Schade, dass es nicht dran steht. In Deutschland haben die Seewege ja immer so ein Schild, wo dann dran steht, hier, sie überqueren den, was weiß ich, Rhein-Main, Donau, gibt's, nee, wie heißt der? Ist ja egal. Ein Mittellandkanal, so. Das scheint es hier so nicht zu geben. Was auch jetzt passieren kann, ihr habt das eben schon gesehen, auf der Karte war eben noch wieder so ein kleines graues Stückchen, dass ich da dann auch mal stumpf geradeaus weiterfahre. Ne? Und wie gesagt, ich denke mal, der ETS kann auch durchaus mal daraus bestehen, einfach mal eine Leerfahrt zu machen, sich die Gegend anzugucken. Und ja. So. Mal auf die Karte. Genau, das wäre nämlich hier der Punkt. Aber da jetzt nochmal. Das mache ich dann irgendwie ein andern Mal. Ich katapultiere mich dahin oder wie auch immer. Ich würde sagen, wenn wir gleich irgendwo eine Stelle finden, wo wir anhalten und parken können, dann werden wir das machen. Mein Lenkrad hat irgendwas von sich gegeben, ich weiß aber nicht was. Ach so, ich war auf diesem. Ich weiß, was ich gehört habe. Das war dieser Rüttelstreifen da auf der Seite. So, Richtung Stettin. Wir fahren hier vorher. Ich habe keinen Bock auf den. Ich glaube, ein Bus war das vor meiner Nase.
Das Iberia-DLC soll umgebaut werden, ne? Irgendwie sowas war das, glaube ich. Und ich meine, da gehören die Länder da unten, die Gegend dazu. Da werden wir das Einzige, wo wieder riesige, große, graue Flächen sind. Und das kann nur so sein. Ist ein Krankenwagen oder was das ist? So. Meine, bis wir da ankommen, wo wir hinwollen, dauert es noch eine Weile. Das muss man jetzt mal ganz klar so sagen. Doch, genau, im Iberia DLC haben sie was. Ich weiß nicht, gehört der da vorne zu diesem Emergency Pack oder nicht? Wenn ja, warum dödelt der nicht? Also ich habe irgendwo das Gefühl, dieses Package funktioniert nicht. Es wird zwar erkannt, aber es funktioniert nicht richtig. Weil normalerweise, ihr wisst das aus vorangegangenen Folgen, die Dinger, die hörst du ja ewig und ne, dann kommen sie mit Blaulicht, dann mit Martinshorn. Ich habe jetzt in den letzten beiden Folgen, ich habe dieses Paket aktiv gehabt. Ich habe jetzt die Ladereihenfolge geändert und sie sind trotzdem nicht zu sehen. Also irgendwas läuft dort nicht richtig. Das haut nicht hin. Oder sie sind halt sehr stumm. Dann würde man sagen, okay, sie sind zumindest in Traffic, aber man hört sie auch an den Motorgeräuschen. Man würde sie ja erkennen und da kommt ja nichts. Glaube, ich werde beim nächsten Mal machen noch mal so eine lange Folge und dann werde ich die Ladereihenfolge noch mal ändern. Dann gucken wir dann noch mal. Aber ich habe so meine Zweifel, dass das geht. So, massiv überzogen. War aber pure Absicht diesmal tatsächlich. Gut, also wenn es ein Blackout gibt, dann kriegt er auch keine Videos mehr. Aber das ist dann in dem Moment ja sowieso egal, weil ihr könnt es ja eh nicht gucken, weil ihr habt ja dann auch den Blackout. Ja, ich glaube mal, Parkplatz, das wird hier nicht so einfach. Wir werden uns gleich irgendwo an den Wegesrand stellen, vielleicht hier auf so einen Strohacker oder so. Ja, an dem Wasserturm zum Beispiel, weil parken. Übrigens. Genau, also was ich nochmal sagen wollte, also ich interessiere mich in dem Sinne null für Politik, das geht mir echt am Arsch vorbei. Aber von daher rede ich immer so aus der Situation, so wie ich das quasi sehe. Ne? Man schnappt natürlich einiges auf im TV und das ist so immer so meine persönliche Meinung dann zu diesem Thema. Ich ob das jetzt das Gendern betrifft oder Energiekrise und was nicht alles. Also ich sehe das dann nicht aus politischer Sicht, sondern irgendwo aus logischer Sicht und stelle mir dann meine Fragen, ob das eigentlich so sein kann, wie die das erzählen. Gell? Das nur mal am Rande.
Nicht, dass man hier jetzt als Verschwörungstheoretiker oder sowas gilt. So, pass auf, ich fahre hier hin. Hier ist ein schöner Streifen, wo wir uns hinstellen können. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Und vergesst das Abo und das Däumchen nicht. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.